Guten Tag, liebe Leute. Ich bin es, euer Dimsemafix, und dies ist mal ein etwas anderes Video. Ich möchte euch hier nämlich eine Serie näher bringen, die mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat in ihren bis jetzt 25 Episoden. Die Rede ist von Attack on Titans, Leute. Diese Serie, also, ist ja gerade besonders halt in den USA und ich glaube auch in Europa, ist sie unglaublich ankommen. Äh, gilt wirklich schon als der beste Anime der letzten 10 Jahre oder so. Gilt äh, ja, wirklich sogar als besser, äh, besser als One Piece und ich liebe wirklich One Piece. Und. Meiner Meinung nach, es ist nicht der beste Anime aller Zeiten, aber es ist äh, ganz knapp auf Platz 2 vorgerückt, eben hinter dem genannten One Piece. Ja, Attack on Titan äh, ist eine Serie, äh, die ist, äh, wirklich noch nicht lange erschienen ist. Äh, wenn ich mich nicht ganz irre, sind die ersten Mangas sind Ende 2009 erschienen oder so. Und äh, die Serie, äh, die Anime-Fernsehserie, ist erst dieses Jahr ist rausgekommen. Also Leute, dieses Jahr erst sind die sehr rausgekommen und Sonne liebt sie jeder und verehrt sie, verehrt sie jeder. Doch die Frage ist nur warum? Ja, ich möchte euch hier so einen kleinen Einblick äh, zeigen, warum Attack of Titan wirklich eine Serie ist, die von jedem, der ein bisschen was mit Animes und auch für Leute, die nichts mit Animes anfangen können, äh, etwas ist. Ja, Attack on Titan spielt in, äh, in Zukunft, in Vergangenheit, wie auch immer, zumindest in einer anderen Zeit, wo eben die Menschen zurückgedrängt worden sind in eine Stadt. Von was wurden sie zurückgedrängt? Ja, wie es schon der Name schon sagt, von den Titanen. Äh, Titanen sind eben riesige Kreaturen, die 5 Meter oder 7 oder 15 Meter groß sein können und eben... So stark sind, dass die Menschen keine Chance hatten, sich gegen sie zu wehren. Und ja, im Laufe der Zeit äh, wurden, da die Titanen äh, unglücklicherweise Menschenfresser sind, die fressen einfach dann die Menschen äh, zusammengerückt und es sind nicht mehr sehr viele übrig. Und die letzten Menschen haben sich in einer Stadt verbarrikadiert, die insgesamt, also eine Stadt ist falsch, äh, es ist ja ein Land oder wie auch immer, ein Königreich äh, ist es, äh, was eben durch drei Mauern geschützt ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie sie heißen, die Mauern. Äh, Ro Rose, Rose heißt die eine und die Shinyamana. Zumindest das sind eben diese drei riesigen Mauern, die die Menschen vor den Titanen beschützen. Denn außerhalb äh, der Stadt, äh, der Stadtmauern sind nur Titanen und dort rauszugehen ist unmöglich, da ein Mensch im Normalfall keine Chance hat, diese Titanen zu besiegen. Die einzigen, die ja eine zumindest ansatzweise Chance äh, haben, sind die ähm, äh, Recon äh, dies ist eine Spezial aus, äh, Spezialgruppe, die sogenannte 3D-Manöver-Ausrüstung besitzen, mit denen sie so coole Seile schwingen können und hier ganz im Sinne von Spider-Man durch die Gegend hüpfen können und ja die einzige Schwachstelle, die Titanen eingreifen können, nämlich ihren Nacken. Doch wenn man sich überlegt, dass Titanen unglaublich groß sind äh, und es sehr viele verschiedene Variationen von denen gibt, darunter auch die, die, äh, die Abnormalen, welche sich komplett anders verhalten als andere Titan und äh, es deshalb nicht nur wegen ihrer unglaublichen Stärke, sondern auch wegen den genannten Gründen, sehr schwer ist an sie heranzukommen, sind dies die einzigen, die eine Chance haben. Und äh, trotzdem, auch wenn diese so stark sind, sterben trotzdem sehr viele im Laufe der Serie. Alles scheint also halbwegs okay. Die Menschen leben in ihren gesicherten Städten, aber dann. Im Jahre 845 erscheint auf einmal ein koloss Wie gesagt, normale Titanen sind maximal 15 Meter groß. Dieser ist 60 Meter groß und ist sogar größer als die vorderste Mauer der Menschheit, die gerade mal 50 Meter groß ist. Was heißt hier gerade mal? Sie ist 50 Meter groß. Und der koloss tut einfach mit einem Tritt die Mauer zerstören und die Titanen brechen ein in die Stadt und ja, fressen die Menschen. Und ja, der Hauptprotagonist der Serie ist äh, der junge Ehrenjäger und er und sein, äh, und sein bester Freund Armin und seine äh, äh, wie, ne, wie wie ist eigentlich die Beziehung? Es ist eigentlich so Zieh-Schwester, Zieh-Freundin, wie auch immer. Äh, zumindest äh, Mikasa äh, leben halt in der Stadt und ja müssen es mit Anna leben, wie die Titanen hier eben die Stadt angreifen. Und ja, es kommt dann halt so, dass äh, die Mutter von Ehren von einem Titan gefressen wird und Natürlich ist er Der war ja schon, äh, wie man das eigentlich immer aus Animes kennt, ist der Protagonist immer über hyper, hyper motiviert und äh, von Anfang an war sein Ziel. Ähm, die Titanen auszulöschen und äh, den Recon Corps eben beizutreten. Aber man muss hier wirklich äh, hervorheben, dass das jetzt hier nicht so ein hypermotivierter sowas wie Ruffy aus One Piece, dass der sagt, ha wir machen jetzt äh, alles alle. Die Serie ist wirklich sehr düster, Leute. Und ihr dürft es nicht verstehen, wenn ich jetzt hier irgendwie hypermotiviert, äh, wenn ihr euch da jetzt, wie gesagt, was unter Ruffy vorstellt. Die Serie ist unglaublich düster, sie ist unglaublich grausam und äh, ist auf einem Niveau wirklich von Breaking Bad oder Walking Dead von hier. <laughs> Humor. Also, ich glaube, ihr könnt euch jetzt besser vorstellen was ich damit meine. Ja, zumindest äh, nachdem dann eben hier die Mutter von Eren gefressen worden ist, äh, ist sein Ziel eben den Korps beizutreten und äh, ja, er tritt ihnen dann eben auch bei. Und ähm, ja, sein Ziel ist es dann eben mit seinen Freunden hier die Titan auszulöschen. Äh, ja, natürlich gibt es dann noch viele andere Charaktere, die auch eine prägende Rolle dann spielen, wie zum Beispiel Jane. Aber ich möchte hier wirklich nicht zu viel vorweggreifen. Da wirklich ähm, nicht nur äh, aufgrund zu der Action, zu der ich dann noch gleich kommen würde, Attack of Titan, ein toller Anime ist, sondern auch wegen der wirklich Story. Und Leute, es ist so viel sei gesagt, wenn ihr denkt, bei ähm, Game of Thrones oder Walk oder bei The Walking Dead ist die Sterblichkeitsrate hoch. Dann werdet ihr vielleicht hier noch ein wenig überraschter sein. So viel sei gesagt. Und wie gesagt, mehr möchte ich jetzt auch nicht spoilern. Außer dass die Story wirklich unglaublich gut ist. Äh, anfangs habe ich mir ja gedacht, mh, so toll ist sie jetzt nicht, wie alle tun. Die ersten drei, vier Folgen sind halt wirklich unglaublich klischeehaft. Also ich meine, halt, ähm, eine Szene, die jetzt wirklich ein Spoiler ist, er tritt eben den rekon Course bei und ja, da gibt es so eine Szene, wo er halt äh, so eine Prüfung bestehen muss und äh, er schafft sie nicht, er schafft sie nicht und dann ha, er schafft sie, ha, wer hat denn damit gerechnet? Und also das Anfangs ist es wirklich noch ein bisschen sehr klischeehaft. Doch Leute, ich sage jetzt mal so viel, Folge so 5, 6, 7... Und dann werdet ihr einfach mal wissen, was, was, was das Gegenteil vom Klischeehaft ist. Leute, ihr werdet umgehauen sein, was wirklich dieses Spiel drauf, äh, was wirklich diese Serie drauf hat und mit was für Twists und wirklich Story, äh, wirklich prägenden Entscheidungen hier. Ähm auf euch zukommen werde. D ihr könnt wirklich sicher sein, dass einfach mal 80% der Charaktere, wo ihr denkt, ja, das passiert nichts, in zwei Sekunden kann was passieren. Es ist wirklich was anderes. Es ist wirklich wie bei The Walking Dead. Wenn da so ein Titan kommt, ist es nicht so, ha, wir töten jetzt so einen Titan, jetzt sind wir zwar bei den Corps, machen wir die alle. Es ist eigentlich komplett anders. Selbst wenn sie hier bei den Corps sind und jede tolle Ausrüstung haben, ist es immer noch unglaublich schwer, einen Titan äh, auszulöschen. Was auch sehr viele am eigenen Leib zu spüren bekommen. So viel sei gesagt und äh, nun bin ich wirklich weg. Von der Story. Ein Satz eben noch, und dann, dann höre ich jetzt wirklich auf, bevor ich hier wirklich noch alles spoilere. Sorry, wirklich sehr emotional ging, äh, besonders dann so ab der Hälfte wird die Story wirklich unglaublich gut. Wie gesagt, anfangs war ich jetzt nicht so, so begeistert, weil es, wie gesagt, der Klischee war, doch dann, dann zieht die Serie so an. Und ihr werdet einfach in den letzten, äh, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte werdet ihr einfach die ganze Zeit nicht mehr aufhören zu äh, schauen zu können. Ich habe mir wirklich die letzten zehn Folgen an einem Stück angesehen, weil ich so umgehauen habe. Das ist wirklich das einzige Problem an der Serie. Wenn man mal reinkommt, dann muss man sich diese Serie einfach zu Ende anschauen. Man kann da einfach nicht mehr aufhören zu schauen und es kommt dann ein Twist nach dem anderen und am Ende werdet ihr einfach da sitzen What the fuck? War das jetzt wirklich eine Serie oder habe ich mir das so eingebildet? So gut kann das noch gar nicht sein. Und ja. Äh, wie gesagt, 25 Episoden sind das bis jetzt und also, es war natürlich die erste Staffel bis jetzt nur. Eine zweite Staffel wird auf 1000% folgen, weil die, der Anime, äh, der Manga zu dem Spiel hat sich insgesamt schon über 20 Millionen Mal weltweit verkauft und das ist wirklich unglaublich gut. Und deswegen ist eine zweite äh, Staffel eigentlich nur konforme Sache. Äh, ist schon in sicheren Sache, Tüten. Wie immer auch immer, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Ja, ähm, noch ein bisschen zum audiovisuellen. Attack of Titan ist wirklich der schönste Anime, den ich jemals gesehen habe. Ich bin nicht so Anime-Schauer, besonders halt in den letzten Jahren. Außer One Piece habe ich eigentlich in den letzten Jahren kein Anime richtig angeschaut. Aber ich kann wirklich sagen, dieser Anime sieht spektakulär aus. Abgesehen wirklich von den unglaublich, unglaublich coolen, von der coolen. Aussehen und Look sind besonders Action-Szenen, wo eben dieses 3D-Manöver benutzt wird, unglaublich spektakulär. Da dieses 3D-Manöver wirklich wie Spider-Man ist und es ist aber noch einiges geiler. Das muss man einfach so sagen. Und wenn man dann wirklich im späteren Verlauf dann die Serie äh, ansieht, wie eben die Charaktere dann damit kämpfen, dann werdet ihr wirklich umgehauen seid. Das verspreche ich euch. Und zu der Musik äh, auch noch hier ein kleiner, kleines Wort dazu. Ja, äh, ich. Liebe Soundtracks. Ist einfach so. Ich höre wirklich sehr gerne Soundtracks von Serien, von Spielen, von äh, Filmen. Und besonders halt One Piece Soundtrack, äh, habe ich ja schon erwähnt, ist mein Lieblingsanime, hat teilweise so geile äh, Soundtrack-Stücke. Und äh, ja, hier der, wenn man es nach dem japanischen Namen schaut, Shinigeki no Koyun, was Attack of Titans eben auf Japanisch heißt, äh, hat einen unglaublichen phänomenalen Soundtrack. Nicht jetzt die einzelnen Stücke, die eben dann so ohne Stimme äh, verlaufen, eher so Orchestralmusik sind, sondern wirklich, dass in vielen Szenen einfach so richtige Rock-Soundtracks kommen. So richtig japanischer Rock. Äh, eigentlich denkt man sowas, sowas. Äh, wird, tut mich eigentlich zu 80% immer so aus der wirklichen Sch Stimmung rausziehen, doch hier passt es einfach und es tut einfach wirklich hier Situationen, die wirklich äh, emotional sind, einfach noch ein wenig, ja, verbessern. Einzige Kritikpunkt, den ich eben habe zu der Serie, ist, ähm, einmal, dass man nicht aufhören kann, sie zu schauen. Und der zweite, wie schon gesagt, ist diese Serie wirklich unglaublich gut inszeniert. Unglaubliche viele relevante, äh, relevante Charaktere gibt es. Ähm, aber hier kommen wir ein, äh, zu einem kleinen Kritikpunkt. Nämlich, sehr viele der Charaktere sind wirklich sehr dünn erzählt. Also zu den Hauptcharakteren, Armin und. Ähm, Mikasa, sowie auch natürlich Ehren und noch einigen anderen, wie beispielsweise Jean, sind äh, Backstory und so gut erzählt bis jetzt. Aber es ist leider ein wenig zu wenig. Auf viele Charaktere wird wirklich sehr Wert gelegt und dann äh, muss man aber sich einfach aus dem Hinterkopf äh, ziehen, warum die jetzt auf einmal so emotional dran sind. Also es gibt sehr viele Charaktere, die oft zu sehen sind, aber die, über die man eigentlich nichts außerhalb der Mission erfährt. Und das ist ein kleiner Kritikpunkt Klick für mich, weil wenn man sich jetzt hier wieder das Beispiel One Piece anschaut, also ich finde, die übertreiben es natürlich sehr mit Backstory. Weil wenn man aus One Piece Backstory und äh, Backtracking insgesamt wegschneiden würde, äh, dann wird es wahrscheinlich 300 Episoden schon weniger sein. Aber ein bisschen mehr wird hier wirklich nicht fehlen. Weil wenn man hier, wie gesagt, One Piece äh, als Beispiel anschaut, da weiß man wirklich alles über die Charaktere. Und außer die Protagonisten weiß man hier wirklich sehr, sehr wenig. Liegt vielleicht aber auch noch daran, dass die Serie wirklich noch in den Schuhen steckt. Ich meine, halt eine Staffel ist nicht viel, wenn wir jetzt schon bei äh, One Piece insgesamt schon bei 16 Staffeln sind. Also vielleicht wissen wir dann auch ein bisschen mehr über die Charaktere. Also, also, ich hoffe einfach, das werden sie den äh, nächsten Episoden ein bisschen äh, besser machen. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht will, dass 20 Episoden einfach backtracken sind. Aber beispielsweise, dass wir halt in äh, ein, zwei Episoden ein bisschen mehr über die äh, anderen Charaktere sehen und der Rest natürlich wieder krasse Action ist. Und mein zweiter Kritikpunkt an die Serie ist, teilweise ist sie ein wenig inszeniert. Also ähm, zu inszeniert ist wirklich ein, ein sehr blöses Wort, weil gute Inszenierung ist nicht schlecht. Aber äh, man muss sich das so vorstellen. Es gibt unglaublich cool inszenierte Schlachten, äh, Wortaustausche, wie auch immer. Doch manche von diesen sind eben nicht so unglaublich spektakulär, aber werden als so dargestellt. Man muss sich einfach vorstellen, wenn jetzt wenn einer beispielsweise sagt, vorwärts, dann kommt da so super emotionale Musik und dann sieht man so wie er so scheit vorwärts und ich finde, das ist ein bisschen unpassend. Also bei manchen Szenen hätten sie sich das sparen können. Das sind meine einzigen Kritikpunkte hier zu Attack on Titans. Sonst ist es wirklich eine fantastische Serie, die es wirklich schafft. So unglaublich Horror, wirklich. Es ist wirklich Horror in der Serie. Sehr viel, was mich eben an Walking Dead äh, erinnert. Aber eben auch wirklich äh, unglaublich tolle Story, wie beispielsweise eben in Breaking Bad, ähm, was wirklich es äh, schafft, eine tolle Serie zu, zu machen, die wirklich zu einem der besten, wenn nicht sogar den besten Anime herausstechen kann, den es überhaupt gibt. Ich kann nur sagen, ich habe mit meinen 25 Episoden mit Attack on Titan wirklich so viel Spaß gehabt, dass ich sie mir wirklich in einer Woche äh, angeschaut habe. Bei teilweise Episoden konnte ich nicht hinschauen. Nicht nur wegen der Brutalität, die wirklich in der Serie sehr vertreten ist, sondern im Anime, äh, im Manga sogar noch schlimmer ist, sondern wirklich, weil teilweise sie mich so schockiert haben, dass ich wirklich nicht mehr ja, vernünftig denken konnte. So es hatte ich äh, dieses Jahr wirklich schon einmal, dass ich wirklich so schockiert war, dass ich wirklich so. So da gesessen bin. Das hatte ich insgesamt dieses Jahr aber wirklich nur bei zwei anderen Folgen. Das war einmal Episode 616 von One Piece, was meiner Meinung nach seit 300 Folgen die beste Folge von One Piece war und äh, die Folge Osimandias von äh, Breaking Bad. Und ich meine, wenn, wenn ich das wirklich mit so einer genialen Folge wie Osimandias vergleiche, ähm, was wirklich die beste, äh, beste Breaking-Bad-Folge aller Zeiten ist, meiner Meinung nach zumindest, äh, dann sollte es wirklich, dann solltet ihr euch wirklich zeigen, was hier das heißt. Ich sag euch bloß, so drei, vier Episoden, da war ich wirklich so schockiert, wirklich. Da, da musste ich wirklich kurz mal eine Pause machen und mir die Szene noch mal neu anschauen, weil das wirklich so schockierend, brachial, unglaublich spannend gemacht worden ist. Ich, es ist eigentlich schwer auszudrücken, ähm, wie, wie, Geil, diese Serie. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Weil eine Serie, die es wirklich schafft, diesen Horror, wie, den man eben aus Walking Dead hat, äh, zu kombinieren mit hier Shadow of the Colossus, wegen den Kolossen hier. Äh, aber wirklich die, diese Kolosse als wirklich bedrohungsvoll darzustellen. Und nicht so, oh, das sind Kolosse, töt mal tausend von denen. Das ist ja nicht viel. Äh, ja. Und es dann wirklich nur schafft mit der wirklich emotionalen Geschichte, aber auch mit unglaublich super Kämpfen darzustellen. Ist es wirklich einfach eine Serie, die wirklich jeder anschauen sollte. Egal ob er auf dem Manga steht oder nicht. Wie auch immer. Tut euch den Anime anschaut, liest den Manga, wie auch immer, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, Attack on Titan eine Chance zu geben. Wie gesagt, schaut einfach mal euch die ersten, ich würde sagen, fünf Episoden an, weil die ersten zwei, drei wirklich nicht so ausschlagekräftig sind. Doch wenn ihr dann nicht nach so Episode 5 gepackt habt, dann kann euch wirklich niemand helfen. Ich kann wirklich nur sagen, Attack on Titan ist so eine phänomenale Serie und jeder sollte sie, äh, sollte ihr mal eine Chance geben. Dann verabschiede ich mich. Ich war es euer MCMOFX. Haut rein und auf wir sehen. Ciao.